Ich glaube, warum das Ganze, warum machen wir Mathematik? Das hat eine Menge verschiedene Antworten und ich glaube, die sind alle wichtig und die gehören alle zu dem Bild dazu. Also ich selbst mache Mathematik, weil die Strukturen so schön sind, weil ich die Herausforderungen liebe, weil das Spaß macht. Das sind tolle Welten, die ich da entdecken kann. Andere Leute machen Mathematik, weil Mathematik das Handwerkszeug und die Sprache und die Voraussetzungen zum Verständnis dieser Welt liefert. Die Frage, warum jetzt Mathematik die Welt so toll beschreibt, warum nur eigentlich die Physik sich in mathematischen Formeln ausdrücken lässt und so weiter, ist wieder eine tiefe philosophische Frage. Da bin ich eigentlich nicht zuständig. Großer Aufsatz von Eugene Wigner über die überraschende, sozusagen, wie heißt es, die unreasonable effectiveness of the mathematical sciences. Also die, warum Mathematik so unvernünftig und unerklärlich erfolgreich ist dabei, die Welt zu beschreiben. Aber wenn ich sage, ich will die Welt beschreiben, dann geht es am Ende nur in mathematischen Formeln und dafür muss man Mathematik machen. Und wieder ein ganz anderer Grund ist der, dass Mathematik einfach Grundlage ist für das moderne Hightech und die Wirtschaft und das moderne Leben. Das heißt jetzt nicht, dass man Mathematik sozusagen ein bisschen alle Tiefen studiert haben muss, um ein Handy bedienen zu können, aber es steckt so unendlich viel Mathematik in dem Handy drin. Und ohne höchst technisierte und schwierige Mathematik ist modernes Hightech nicht denkbar, ist die Finanzwelt nicht denkbar, ist die Telekommunikationswelt nicht denkbar, ist die moderne Medizin nicht denkbar. All das ist Mathematik. Und das heißt, Mathematik voranzutreiben, weil man damit sehr viele und gute und tolle Sachen machen kann, ist auch genug Antrieb, sich in die Mathematik reinzustürzen.